Ich lade euch ein zum Projekt Star Wars für Ollis. Ihr Jungen dürft natürlich auch daran teilnehmen. Das ist nur ein Versuchsaufbau. Ich will dann einen großen Monitor. Und mit dem großen Monitor möchte ich euch in der Welt von YouTube einbinden. Wie zum Beispiel jetzt hier die Lego-Geschichte. Werde stumm schalten aus Sicherheitsgründen. Ist eh alles Englisch. Und dann, wie gesagt, darüber sprechen. Über 20 Jahre haben wir jetzt die Celebration. Wir haben 20 Jahre jetzt Lego. Was viele nicht wussten, Lego war so gut wie am Ende. Da ist dann Lego auf Marvel-Star Wars und hat die Lizenzen. Und seitdem geht es Lego wieder gut. Viele kaufen ja oder sind absolute Fans von Lego. 36.440 Lego-Puppen, Star Wars Trooper Puppen, Püppchen von Lego zu einem großen Bild hat Guinness Buch der Rekorde geschafft. Stolz wie Oscar, Celebration 2019. Direkt am Anfang, direkt am ersten Tag, am 11.04. war das. So, ich lade euch wie gesagt ein, mit mir zu philosophieren und selber bei YouTube einzudringen, zum Beispiel die Lego-Bausteine, die kosten ja ein horrendes Geld, so ein Falken. Auch andere Sachen, das hier ist so eine Art Tüftler, die Top 10 der besten Lego-Einheiten, ist natürlich überwiegend, seht ihr ja, wie die arbeiten, was die da bauen. Ja, die haben, ne, was die da bauen. Dioramen, Lego-Dioramen, horrendes Geld, ist nicht gerade günstig. Hier hat die Factory, Roger, nachgebaut. Ja, ist eine tolle Geschichte. Ja, ich meine, sich sowas auszudenken und sich hinzusetzen, dann 10.000, 20.000, 80.000 Steinchen einzuarbeiten, ja. Da war gestern eins von 3 Meter mal 3 Meter, 3 Meter hoch, 3 Meter breit, so ein Riesenteil. Da waren über 80.000 Teile eingesetzt von der Story Star Wars. Ja, und zwar der Einflug von Luke in den Todeskanal, um da seine Wombats einzusetzen, seine Torpedos. So, wie gesagt, ihr seht ja selber, warum man das jetzt kaputt macht, weiß ich nicht. Ist klar, die mussten wieder abbauen, wenn man abbauen muss. Also ich würde das nicht so machen, wie er es das jetzt gerade gemacht hat. Das war aufgebaut, seht ihr ja selber, und dann wurde das abgebaut. Also ich würde das nicht kaputt machen wollen. Das ist aus der Szenerie, wie die angekommen sind. Rogue One? Nee, Quatsch. E8, genau, E8. Ja, da, wo die angreifen. Nachgebaut. Die Türme sind zwar nicht so nachgebaut, aber egal, es muss ja nicht immer alles stimmen. Ja, muss ja nicht immer alles maßgetreu. Ich springe nochmal jetzt woanders rein. Wie gesagt, so eine Idee. Da werde ich mich also vorher informieren. Ob ihr auch so Interesse habt an Lego, ob ihr auch Lego-Einheiten so bauen würdet und dann bei euch stehen lässt. Wer hat schon so viel Platz? Also ich habe auch so viel Platz schon gar nicht mehr. Ich arbeite ja immer noch an den De Augustini Falken, 100 Tüten, in den 100 Tüten sind nochmal 100 Tüten, in denen sind nochmal Tüten. Also ich habe mehr Abfall im Moment im Wohnzimmer, muss ich ständig entsorgen. Wie gesagt, diese Figuren gibt es ja nun mal, Ahsoka und so weiter und diese Flügler. Ich kenne nicht alle Randwelten, ich kenne nicht alle, wie die jetzt alle heißen, aber wie gesagt, diese Figuren erstmal zu haben, ist nicht... Lego ist nicht mehr günstig, also so eine Figur kann schon mal 10 bis 15 Euro kosten, eine. Bei 10 sind wir schon mal 150, 1500 etc., 10.500 hat man so eine Szenerie da. Ja? Manchmal fragt man auch, wenn die das haben, wie viel Geld haben die über? Sind das irgendwelche, die zu Lego gehören, oder ist das Leptin? Ist das doch nicht echt Lego?
Weil Leptin sieht ja auch hin und wieder wie Lego aus, wenn man nicht zu nah rangeht mit der Kamera. Also, okay, Amerikaner, das ist alles Amerikaner. Die geben halt ein bisschen viel Geld aus, sind ja sowieso anders wie wir unterwegs. Ja? Und das, ja, auch dieser Eiswolf sozusagen, so nachgebaut durch Lego, maßstabgetreu auch in der Größe. Ja, wie gesagt, da muss man schon gucken, wie die auf die Ideen kommen. Oder man muss nachfragen, ob Lego die, also wirklich schon also ob das wirklich schon von Lego ist. Ja? Weil viele ja aus Lego-Bausteinen selber was machen. Und Lego greift es dann auf und macht es dann nach, dass man das dann auch kaufen kann. Ich kenne mich jetzt in Lego-Sachen nicht so aus, es war jetzt so ein Versuchsballon, weil ich darauf gerade gestoßen bin. Ich wollte, dass ich den großen Monitor jetzt hier schon hinstellen. Da ich aber sehr viel zu tun habe, klappt das jetzt nicht, weil ich den aus dem Archiv holen müsste. Dann hier hin und dann könnten wir den einsetzen für das, was ich da vorhabe. Ich will auch da zusätzlich noch einen Computer hintersetzen, hinter diesem großen Monitor, dass man da, wie gesagt, einige Sachen mitmachen kann, die man dann auch, wenn Aufträge sind, auch direkt nutzen kann, dass man auf diesem großen Monitor von 1,10 Meter Diagonale euch besser zeigen kann und wir auch besser darüber reden können. Ja, also sind schon tolle Sachen. Ich sehe das, wie gesagt, als Eye-Catch. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wie gesagt, steigt einmal bei YouTube, schaut es euch an und dann können wir darüber philosophieren, wie ihr es seht oder wie ich es gesehen habe. Lego, wie gesagt, ich bin jetzt einfach wahllos eingesprungen. Jetzt kommen wir mal zum Schluss. Was zeigen die da noch? Da zeigen die auch nochmal diesen Planeten halt und dann schauen wir mal. Na, hallo. Guten Morgen. Morgen. Alles klar, Chef? So, da bin ich bei meiner neuen Idee, über YouTube Sachen zu sinnen, die bei Star Wars nun auflaufen. Zum Beispiel, wir feiern 20 Jahre. Die erste Episode. Die, ne? Ich bin hier mal eben kurz eingesprungen, weil ich die gerade auf dem großen Monitor mir da hinten ansehe, weil ich gerade hier so ein Travestie-Show am Arbeiten bin. Dann habe ich Zeit und habe mir gedacht, ich stelle euch die neue Idee vor. Ich werde also einen etwas größeren Monitor und dann werde ich hier über die Sachen sprechen, weil wir als Autoren bedingungsweise auch als Filmautoren oder als Filmemacher, weil wir damit zu tun haben. Also, wir mögen den Hintergrund, wir mögen die Arbeit, ja? Wir mögen auch das gesamte Zusammenspiel am Set, nicht nur die Beleuchtung, das Ganze, auch sehen, wie die gearbeitet haben. Ich habe das jetzt aufgelegt, weil George Lucas im Panel sprach, 2019, Convention/Celebration, dass Jar Jar Binks eine seiner Lieblingsfiguren waren. Wir wissen aber, dass dieser Schauspieler, der den Jar Jar Binks verkörpert hat, nicht gerade honoriert wurde, sondern sehr darunter gelitten hat. Er hat sich wieder gefangen, deswegen hat er auch auf der Minage sozusagen sich gezeigt und man hat halt im Panel darüber gesprochen, über seine Arbeit und so weiter. So, dieser junge Mann hier, das wissen wir auch, der hat den Zuspruch bekommen, den Anakin zu verkörpern. George Lucas war an sich auch mit ihm zufrieden, aber wie das so ist, hat das nicht hingehauen. Man sieht hier auch, dass mehrere R2D2s verwendet wurden, nicht nur einer, sondern mehrere. Dann wird hier auch gezeigt, wie mit der Maske gearbeitet wurde von Yoda zum Beispiel oder wie groß doch einiges war, ja, um eine gewisse Perspektive zu bekommen und wie die da am Set gearbeitet haben und wie die dann halt auch den Darth Maul versucht haben. Hier, ne, wird er gerade gezeichnet, ja, also es ist schon viel Arbeit so am Set und das macht mir wiederum Spaß,
sich so ein Set-Arbeit anzuschauen. Hier ist gerade das Set, sehe ich da hinten, arbeiten die da gerade. Er kämpft sich da gerade hoch, wie die am Arbeiten waren. Qui-Gon Jinn wurde gerade schon getötet. Jetzt arbeitet sich Obi-Wan Kenobi nach oben, um zu kämpfen. Ja? George Lucas schaut sich das Ganze in der Perspektive an. Die sitzen hier halt noch in der Maske. Wunderbar zusammengeschnitten. Da war er ja unheimlich jung noch. Hier wird noch die Lichtmessung gemacht. Und ja, hier werden die eingewiesen. Manche sehen kaum etwas. Darf man nicht vergessen. Ja? Einige Schauspieler ohne was zu sehen, weil irgendwelche Linsen oder irgendwelcher Schaumstoff oder irgendwelche Gummiartikel, das Ganze gar nicht. Aber trotzdem, sie ziehen es durch und es klappt. Und wir haben nachher einen wunderschönen Film, so wie jetzt hier, ja, im Set. So sieht man ja natürlich aus an Jar Jar Binks und man macht auch die Bewegungen, die nachher gebraucht werden, ja. Also ist sehr, sehr viel Arbeit. Vieles ist ja, wie gesagt, absolut künstlich und wird nachher drapiert. Hier zum Beispiel die Figur ist grün. Ja, wird nachher was eingesetzt. Jedenfalls ist das sehr, sehr viel Arbeit. Und das honoriere ich, diese Arbeit. Und wenn ich da einige Backstage-Sachen bekäme oder wenn man selber bei diesen Backstage-Sachen dabei sein dürfte, wenn ich so da hinten hingucke, sehe ich den großen Monitor. Irgendwann werde ich halt so eine Sendung machen mit Monitor. Die schwebende Kamera, ja, die eingesetzt wird. Das muss ja alles punktuell gesteuert werden. Und es sollte auch alles funktionieren, wenn es nicht funktioniert. Aber sobald George das super fand, dann wird das nochmal honoriert, quittiert, dass das wirklich drin ist. Das wird nummeriert, damit man das schneller findet nachher beim Cut. Ja, wie gesagt, die Maschinerien sind schon 1:1, also schon Wahnsinnsteile da in diesen Riesenhallen. Die Atmosphäre so einer Riesenhalle, ich weiß nicht, ob jemand als Zuschauer bei Krupp mal gearbeitet hat, in den Gießereien oder so, in den Kruppenhallen oder überhaupt mal in so einem Filmstudio, im großen, einem richtig großen Filmstudio war, diese Weite, diese Atmosphäre, also diesen Raum spürt, wo nachher gearbeitet wird, weiß ich nicht, ob schon einer dabei war, ist ja nicht gerade wenig hier. Dieses Studio ist ein irgendwo in Kalifornien oder irgendwo war das. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Ton. Ich kann jetzt nichts diesbezüglich sagen. Wie gesagt, ich schaue mir das auch gerade an und stelle euch die neue Sache Project für Oldies vor, Star Wars, um mit euch darüber zu sprechen. Ihr könnt das selber euch anschauen bei Google, ihr könnt es selber euch anschauen bei YouTube. Aber ich wollte jetzt halt mal so eine, oder ich habe so eine Idee, mit euch darüber zu sprechen, wie hier gearbeitet wurde oder wie gearbeitet wird. Vorhin habe ich die Szene gesagt, wie Obi-Wan Kenobi nach oben musste, um sich dem zu stellen. Ja, also es ist nur Vorgeschmack, ich hänge ein, bin jetzt vollgepiept worden, wie gesagt, ich bin am Arbeiten und das ist meine neue Idee. Ich zeige euch Backstage, wir sprechen über Backstage, wir reden darüber, wie alles gemacht wird, warum alles so gemacht wird, was ein Set ist, warum so viel gezeichnet werden muss, warum die Kamera so eingestellt werden muss, sie muss so eingestellt werden, damit was Ordentliches dabei rauskommt, was die jetzt hier, das ist jetzt schätzungsweise so eine Art Idee, vermute ich, um zu sehen, wie das aussieht, weil das ja eine Figur ist, ja, die nicht animiert werden kann, aber sie wird gerade animiert, so sieht man das ja, und das wird wohl schätzungsweise für irgendwas genutzt, für einen Computer oder so. Ja, da unterschreibt er gerade Jack Lloyd. Ne, Jack Lloyd hat hier gerade unterschrieben, 1997. Alles freut sich, alles applaudiert, dass er unterschrieben hat. Die Agenten, was aus Jack Lloyd wurde, wissen wir nach den 20 Jahren. Ist leider schade, dass das so passiert ist. Ne? Aber so war das. Das ist Jack Lloyd, hier noch den Anakin Skywalker gemacht hat. Ne? Jack Lloyd.